So, jetzt gilt's, hätte der Opa gesagt. Von dem habe ich überhaupt einige bis heute gültige Lebensweisheiten übernommen. Es gilt, weil wir in 2 Stunden, etwas mehr als 2 Stunden, Premiere von Thekenalarm Regio in Düsseldorf haben. Bin schon ein bisschen aufgeregt. Und deshalb habe ich mir auch fein gemacht, die Krawatte fehlt noch. Aber beruhigend, immerhin, die Veranstaltung ist ausgebucht und das war sie auch schon vor einer Woche. Wir wollen das ja im monatlichen Turnus machen und es geht gut voran. Denn Olaf und ich haben uns gesagt, wir möchten bitte schön im Internet natürlich Alarm machen, aber wir möchten auch in die Fläche im Lande, sonst wird das vermutlich nicht viel bewirken. Und jetzt kann der ein oder andere sagen, oh, was soll's, höre ich häufiger, schafft ihr ja doch nicht. Naja, kann nur sagen, warten wir es ab. Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und kleine Bewegungen, wie zum Beispiel diese oder diese, die können sich ganz schön auswachsen. War natürlich ironisch gemeint. Nicht, dass jemand glaubt, er kriegt Prügel oder müsste anderen Prügel androhen, gar verabreichen. Das ist nicht gemeint. Ich habe in den letzten Tagen, Wochen unendlich viel kommuniziert, mir teilweise den Mund fusselig geredet. Und zwar mit ganz unterschiedlichen Menschen. Es geht ja darum, dass wir Standorte suchen. Das ist interessanterweise im Norden deutlich besser gelungen als im Süden. Also, wir haben in Schleswig-Holstein Tandems gefunden. Tandems nennen wir, wenn wir 2 Menschen zusammenführen, die ihrerseits angeboten haben, wir tun was für den Thekenalarm. Wir wollen nicht länger auf dem Sofa sitzen und Daumen hoch, Daumen runter machen, sondern wir möchten uns jetzt bewegen, den Hintern raus aus der Komfortzone. Und da sind 2 Tandems schon am Start. In Hamburg eins, in Bremen eins, in Niedersachsen 2 oder 3. Ich meinerseits war jetzt gerade in Chemnitz. Die gehen an den Start im Juni. Und auch 2 Männer, die das da organisieren. In Süddeutschland sind wir noch ein wenig schwach auf der Brust. Und darüber habe ich telefoniert mit einem Außendienstler aus Ingolstadt. Und den habe ich gefragt, wie kommt das denn? Wundervolles Bayerisch, mit dem er mir geantwortet hat. Er sagt, der Leute geht's noch zu gut. Ja? Ich sage, ja und? Also ich höre das mal auf mit dem Dialekte imitieren. Besser nicht, sonst kriege ich da noch Ärger. Aber es geht um die Sache. Also er meinte, den Bayern, den Württembergern, denen geht's noch viel zu gut. Also er erzählte, die kaufen sich doch hier jedes Jahr einen neuen Audi oder einen neuen BMW. Und wenn ein Schnitzel dann 18, 19, 20 Euro im Lokal, im Restaurant kostet, na ja, dann zucken die die Schultern. Und sie sind, das war seine Einschätzung, die teile ich, ganz offensichtlich nicht in der Lage, so weit vorauszuschauen, dass sie sagen, das muss nicht immer so bleiben. Also sie sind noch ganz glücklich mit diesem Lande. Glücklich mit dem Land bin ich im Prinzip auch, nur nicht mit dem Zustand, in den uns die Regierung hineinmanövriert. Das ist nun wahrlich überhaupt so nicht mein Ding. Also, Thekenalarm Regio. Die Idee war eine Art Graswurzelbewegung. Wir werden selbstverständlich nicht von oben nach unten irgendwas versuchen zu organisieren, sondern genau umgekehrt. Subsidiaritätsprinzip. Es muss von unten heraus wachsen. Und weil wir ja die Thekenalarmtage im September als ganz große Bewährungsprobe haben, bei denen sich dann herausstellen wird, ob unser Anspruch gerechtfertigt ist, dass wir für die schweigende Mehrheit sprechen. Also, dass die Mehrheit schweigt, ist ja wohl außer Frage. Ob es uns gelingt, dafür zu sprechen, sei mal dahingestellt, es lässt sich ganz gut an. Also, zurück zum Thema. Wir wollen gerne, dass aus diesen Regio-Veranstaltungen, nennen wir es jetzt mal Stammtische, aus den Thekenalarm Regio, dass daraus etwas erwächst, was uns mit Ideen von unten heraus füttert. Für die Thekenalarmtage, nationales Ereignis, im Südharz, in Uftrungen, aber natürlich auch für das, was Olaf und ich publizistisch organisieren. Und darüber, wie gesagt, habe ich viele Gespräche geführt. Manche sind mir wirklich sehr präsent in Erinnerung. Aber die Schnittmenge ist, dass ganz viele meiner Gesprächspartner, die sich ja alle bei mir gemeldet hatten, bei uns gemeldet hatten, die ich dann angerufen habe, nachdem sie mir ihre Handynummer übermittelt haben, dass ganz viele von denen ja, regelrecht erleichtert sind, bis glücklich und begeistert und sagen, ah, endlich kann ich mal mit jemandem so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Jetzt endlich kann ich mal
das sagen, was ich wirklich denke. Und bislang hatte ich immer Sorge, bin ich der einzig Normale hier in diesem Land oder gibt es noch ein paar mehr? Bin ich ein geistiger Falschfahrer oder kommen mir so viele entgegen? Das ist das Ergebnis einer Meinungsmache, die seit Jahren immer stärker sich dahingehend ausrichtet. Rot-Grün, Mainstream, ja, Woke und bitteschön Gender und weiß der Himmel, was da noch alles dabei ist. Kultureller Verfall nenne ich es jetzt mal etwas überspitzt, aber jedenfalls ist das ein Kurs, den nicht nur wir nicht wollen, sondern den ganz viele von euch nicht wollen. Und das finde ich sehr beruhigend einerseits. Andererseits hilft das ja alles nicht, solange wir nicht wirklich es schaffen, mehr als Alarm zu machen, nämlich die Leute rauszukriegen, gegebenenfalls auch Alternativen anzubieten. Das wird das Programm in Uftrungen leisten können und leisten müssen. Da wird es Arbeitsgruppen geben, nicht nur Unterhaltung, nicht nur bitteschön beim Bierchen sich austauschen und den Eindruck erwecken, naja, so wir sind ja doch Gott sei Dank unter uns. Nein, nein, es geht schon auch darum, programmatisch was zu tun, beispielsweise in Sachen Wahlrechtsreform. Jetzt will ich nicht zu hoch greifen. Also erstmal fängt es ja jetzt an. Also nachher in Düsseldorf. Und da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ob da, ja, sagen wir mal, auch hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird oder ganz frei heraus, wie wir uns das wünschen. Deshalb haben wir auch die Idee verworfen, eine solche Veranstaltung direkt ins Netz zu streamen. Also ihr sollt euch dann bitte schön im geschlossenen, im geschützten Raum auch so bewegen können, dass man mal das sagt, was man denkt. Denn ganz viele trauen sich nicht mehr zu sagen, was sie denken. Ja? Und sie bekommen dann gesagt, was andere denken. Das kann nicht in unserem Sinne sein. So, und jetzt will ich mal die Termine nennen. Also, heute ist rum. Davon werde ich natürlich morgen berichten, selbstverständlich. Und Marcel Springer, unser Gastgeber in Düsseldorf, der wird es sicherlich auch tun. Dann haben wir 4 Wochen später etwa in Ginsheim, das liegt im Rhein-Main-Gebiet zwischen Wiesbaden, Mainz und Frankfurt. Da ist das nächste Treffen, Thekenalarm Regio für Rhein-Main. Und dann folgt es Schlag auf Schlag, nämlich, ich habe es mir aufgeschrieben, nicht, dass ich wieder irgendwas Blödes erzähle, 15. Juni in Chemnitz. Die haben das also auch schon wunderbar im Griff, 22. Juni in Regensburg. Aber natürlich von meiner Seite noch die Aufforderung, wir haben jetzt in Mecklenburg-Vorpommern haben wir einen Standort, so gut wie sicher, Greifswald. Wie gesagt, im Norden passt das eigentlich ganz gut. Zu meinem großen Erstaunen noch nicht genügend Resonanz aus dem Osten. Ja, was ist mit Sachsen-Anhalt? Was ist mit Thüringen? Gern auch in Sachsen noch mehr als einen Standort. Dresden, Leipzig, da müsste sich doch noch was finden lassen. Ja, und ziemlich unterbelichtet ist Baden-Württemberg. Da zeichnet sich ein Treffen in Heilbronn ab. Aber ich habe mir sagen lassen, Baden-Württemberg sei doch deutlich größer. Und Bayern, das kann Regensburg mit Oberfranken ja wohl nicht leisten. Da brauchen wir auch irgendwas in Oberbayern. Da brauchen wir sicherlich noch was in Niederbayern. Also insofern mein herzlicher Wunsch, macht da was. Im Netz geht es natürlich weiter. Jeden Tag mit den Aufsagern, morgens Olaf und Freddy, ich am Mittag. Und dann haben wir zwischendurch unsere Formate über die Woche verteilt. Ich bin unheimlich glücklich, dass wir Anna dabei haben, die am Mittwoch jeweils ihr abgründig bespielt, nur mit Shorts. Und auch da hätten wir gerne noch jemand anderen dabei, der uns eine Kolumne vorträgt. Völlig frei in der Gestaltung. Apropos frei. Auch die Regiogruppen sind natürlich völlig frei in dem, was sie dort mit ihren Gästen vereinbaren. Wir werden überhaupt nicht auf die Idee kommen, mehr vorzugeben als den programmatischen Rahmen, mehr vorzugeben als den Titel, Thekenalarm Regio. Und es soll bitteschön jeweils an einem Donnerstag um 18 Uhr starten. Deshalb, weil unter Umständen mal die eine mit der anderen Gruppe sich elektronisch zusammenschaltet. Also sagen wir mal, Oldenburg möchte sich jetzt mal bei Ginsheim reinwählen. Dann soll das alles möglich sein. Aber was ihr dort macht, was ihr veranstaltet, ob ihr jeweils irgendwie ein kleines Programm angeht. Nehmen wir mal an, da wäre jetzt ein Steuerberater dabei, der anbietet, Leute, ich erzähle euch mal was, wie das mit der Grundsteuer nun wirklich läuft und was man dagegen tun kann. Na bitte, dann soll man das machen. Da wird sich da de facto natürlich auch eine kleine Tafel finden, ein Flipchart, ein Beamer. Das alles ist Sache der, wir nennen es die Regios, also die Damen und Herren, die das an Ort und Stelle organisieren.
So, heute ist Donnerstag. Morgen kommt Olaf mit seinem Rübergemacht. Am Sonntag, ich habe natürlich wieder ein Thema aus meiner Medienvergangenheit. Und der Vorteil dabei ist natürlich, dass ich auch dort Filmausschnitte zeigen kann. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Und nie vergessen, möglichst viel erzählen. Gemeinsam sind wir viele.